Das. Wow! Wow! What the fuck? Alter, Sniper! Deckung, Deckung, Deckung. Geh, komm runter, komm runter. Ich kann nicht runter, ich kann mich jetzt nicht hier wegbewegen, Alter. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Let's Play DayZ Standalone. Ja, die letzte Folge ist ja leider Gottes ausgefallen, da wir es einfach zeitlich nicht geschafft haben. Wir sind ja in Dat Mansion gewesen. Ja, der Dennis rastet direkt wieder aus, ne? Ja, sorry, da war ein Zombie. Und wir sind hier am Airfield und der Curry. Oh man, Curry, ja. Alter, was war in der letzten Folge mit dir los? Ja, du hast mich einfach sterben lassen, Sau. Bitte was? Nee, Quatsch, nee, ich war einfach zu doof. Hab ich erstmal vor die Tür gesetzt. Ja, du wolltest es eigentlich nur bewachen. Mit Doofheit hat das eigentlich wenig zu tun. Das sollte man natürlich nicht vor der Tür tun direkt, ja, wo jeder jeden sehen kann. Genau, und heute müssen wir uns auf jeden Fall wieder erstmal ausrüsten. Und das ist ein PvP-Server von Elektro. Da brennt die Luzi und da müssen wir natürlich gleich auch noch vorbei. Denn wir treffen noch einen weiteren Mitspieler, den wir dann in der nächsten Folge vermutlich vorstellen, in der nächsten oder übernächsten Folge. Jetzt müssen wir aber erstmal hier ein bisschen Essen looten und das Airfield hier unter Beschuss nehmen, wollte ich gerade sagen, aber das auch, wenn denn hier Gegner rumlaufen. Aber jetzt erstmal hoffen, dass wir hier was zu futtern kriegen, denn ich bin kurz davor, Ultimo zu grüßen. Ist boah, da oben denn was? Siehst du da? Nee, alles easy, können abhauen. Ja. Also hier war schon jemand, oder Curry? Obwohl das ein Elektro-PvP-Server ist. Ja, ist auch alles offen. Ja, es kann ja sein, dass sie dann hier gespawnt sind, sich dann hier ausgerüstet haben und dann einfach darüber gerannt. Ne? Also ich war schon an den Baracken, da war auch nichts Brauchbares. Warst du in Prison? Nee. Muss ein bisschen aufpassen, vielleicht laufen wir nicht hier. Vielleicht ist das ja nur eine Falle so, dass man vielleicht so denkt, ja okay, die sind alle in Elektro. Ah, da kommst du gar nicht vorbei. Ja. Und dann auf einmal steht hier jemand und will dich töten. Schau mal in den Hangar rein, aber hier sind nur Stiefel. Und ich habe, also ich habe bis zum Glück noch keinen Hunger. Also ich habe, bei mir ist es echt dunkel gefärbt inzwischen. Durst und Hunger. Obwohl ich vorhin schon was getrunken habe. Und zwar ein paar Bierdosen, hat aber nichts gebracht. Hier ist ein Rucksack, Alter. Guck mal, ein grün. Ja, ich habe schon einen. Okay. Aber ich meine, so ein Militärrucksack, weißt du? Ja. Was liegt denn hier? Warte mal. Oh. Ach, vom Prison hier vorne ist die Tür aber noch zu. Kann ich das ACOG Optics für die M4 benutzen? Ja. Hä, wo ist denn das jetzt hin? Hab ich das vorne liegt das. Ach so. Da. Geh mal ins Prison rein, weil da ist es zu. Okay, pass aber auf, nicht, dass da jemand dich da hinlocken will, nur, ne? Ja. Da hebt er das nicht auf. Ich kann das aber, bei mir ist das rot, Curry, wenn ich das auf die Waffe setze. Ah, okay, dann ist das wahrscheinlich kaputt oder so, ne? Warte. Worn. Worn? Passt das wohl nicht da drauf? Ja, das müsste aber eigentlich drauf passen. Ah, ich lasse es mal da liegen, falls es nicht passt. Falls ihr wisst, was es damit auf sich hat, einfach in die Kommentare bitte schreiben. Danke. Upsa. Ja, und wir haben uns von dem Schock der letzten Folgen auf jeden Fall erholt, wo wir die Typen abknallen wollten und nicht nachgeladen haben und alles, zumindest ich. Also es war wirklich extrem heftig. Alter, hier hat sich vor kurzer Zeit jemand was zu essen gekocht. Ah ne, das ist eine Lampe, Alter, die nehme ich mal mit. Guck mal, die leuchtet. Nice, ja, ist mir gerade auch aufgefallen. Wollte schon sagen, wie hast du das gemacht? Aber nicht, dass oben jemand sitzt. Hier ist ein Helm, Alter, Curry. Guck mal. Hab ich. Ach, nee, richtig, nimm den. Der ist besser für dich, warte, Alter. Aber hier ist ein Dosenöffner, den kann. Ah, der ist kaputt. Ja, nimm aber den Helm mit, nimm den Helm mit. Ist besser für dich. Du hast was zu trinken übersehen übrigens. Oh. Ich hab gar nichts mehr, Alter. Ich bin wirklich hier. Ich bräuchte einfach eine Dose. Alter, hier war aber jemand. Ey, hier oben ist auch die Tür zu, ne? Ja. Hier ist schon wieder ein Visier. Kann ich das hier da drauf packen? Ne, aber warte mal, da ist die Tür zu. Das ist. Hier sind. Alter, hier hat jemand die M4. Oh, ich habe einen Schalldämpfer gefunden. Hast du eine M4? Ja. Also ich hab liegt tatsächlich da noch eine? Nee, aber hier liegt sehr, sehr viel Equipment, als ob jemand hier wirklich irgendwie was getauscht hätte. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall einen Schalldämpfer. Okay. Warte, wusste ich gar nicht, gucken, dass es den in Daisy gibt. Brauchen kann. Hier liegt noch eine Pistole, Curry, ne? Doch, den gibt es, aber den kann... Curry, komm doch mal hier rein, sorry. Ja, sorry, ich hab ja eine Pistole. Ja, aber hier liegt noch was für dich. So ein Holder, den du dir um den Dings machen kannst. Oder hast du eine Weste? Aber das ist, glaube ich, für das Gewehr, ne? Nee, weiß ich nicht, guck mal. Ach, du hast eine Weste, Nee, das sind Pfeilhalter. Was ist hiermit? Was da? Da liegt noch so eine Hose. Vielleicht für bessere Tarnung. Die ist kaputt, glaube ich. Damage ist die. Ich lade mal sicherheitshalber jetzt immer nach. Aber da habe ich 6 Plätze mit.
Aber ich habe noch 25 Schuss. My stomach grumbled violently. Violently, pronto, pronto. Also somit hätten wir, falls es Nacht wird, auf jeden Fall Licht. Okay, nice. Okay, Curry, ich muss irgendwas zu essen haben. Wollen wir mal in das Prison da hinten hingehen? Also ja, wie gesagt, mal in Balota selber rein, mal reinschauen. Ja, mal irgendwas tun, aber wir müssen uns ein bisschen beeilen, sonst bin ich gleich echt Matsche. Und du musst mich hier von der Landebahn aufkratzen. Was, oh, schön, was du das. Ja, in den Übungen. Alter, hast du nur eine Pistole? Ja, ja, ich musste ja neu anfangen. Boah, scheiße. Okay, also die Mission lautet, immerhin ein Magazin drin. Die Mission für die nächsten Folgen lautet, Curry ausstatten, Dennis wieder auf die Beine bringen und unseren geheimen Gast zu treffen. Unseren Informanten hier in der Zombie-Welt. Der hat heikle Informationen für uns, wie wir denn am besten weiter überleben können. Aber wir müssen erstmal dahin. Oder, Curry? Ja. Aber erstmal müssen wir jetzt erstmal was zu essen finden, sonst kommen wir nicht so weit. Ja, und wer sich wundert, wo denn der Sarazar seine Folgen, wo denn Sarazars Daisy-Folgen bleiben, der Gute hat jetzt ein bisschen pausiert, hat er ja auch auf dem Menschen-Trailer angekündigt, Livestream angekündigt, weil die Jungs einfach so viel in LA zu tun haben mit den Superhomies und so weiter. Gib dem Jungen einfach ein bisschen Zeit, Daisy kommt bestimmt bald wieder. Aber, also aktuell ist es pausiert, aber wir zocken es auf jeden Fall weiter für euch, weil wir so süchtig nach dem Game sind. Oh ja, Daisy. Und, also ich zock Daisy echt unheimlich gerne. Ja, jetzt bald kommt ja auch der Patch, ne, der große. Ja, 045. Wo es dann Mega-Update geben wird. Und da werden wir euch natürlich den ganzen heißen Shit zeigen, Alter. Ähnlich Helikopter-Crash-Zeit. Ich freu mich so, Das wird der Wahnsinn. Ja, Mittwochs ist immer Patch-Day. Also wenn ihr die Folge seht, ja, die Folge kommt, glaube ich, sogar an dem Mittwoch raus. Warte mal, ja, kann sein. Wobei, ne, die Folge kommt an einem Montag raus, denn wir hauen Montag und Dienstag eine Folge raus, weil ihr auf eine Folge verzichten musstet. Na, haben wir jetzt hier mal spontan entschlossen. Ich laufe den Curry einfach mal hinterher. Ich guck einfach, ob es hier oben irgendwie was zu essen gibt, aber leider... Ne, nix, ne? Lässt sich hier nichts finden. Ich würde Daisy auch echt gern täglich rausbringen. Das Ding ist aber, es ist so aufwendig aufzunehmen, das kannst du leider Gottes nicht machen. Auch ein Schulranzen. Aber wir werden bald wahrscheinlich auch wieder Altis starten und so einen ganzen Scheiß. Also das läuft dann alles wieder parallel, weil Battlefield Hardline, die Beta, haben wir ja genug gezeigt. Das fällt ja dann wieder weg. Ich bin Zombie. Und jemand hat gerade seine Dose geöffnet. Ja, habe ich auch gehört, aber ich glaube... Und hier ist, glaube ich, eine Tomate, die du essen kannst oder eine Paprika. Oh, irgendwas, bitte Curry, gib mir irgendwas. Ja, komm mal hier. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen vor den Fenstern, ne? Ja, yeah, ich habe eine grüne Jacke. Nice. Oh, die ist badly damaged. Kann ich die trotzdem essen? Ich esse einfach, mir egal. Oh, oh. Hauptsache irgendwas im Magen, ey. Oh, lecker. Mmh. Kriegt man einen süßen Geschmack von einer Pizza? Ja, Curry, du siehst da auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser ausgerüstet aus. Ja, weil ich jetzt gerade eine Jacke gefunden habe. Jetzt sind wir wenigstens wieder grün. Ja, aber jetzt brauchst du nur noch eine geile Waffe und du bist wieder eigentlich ganz gut dabei. Ja. So, und ich vermisse ja immer noch meine traurige... Alter! Oh, warte, soll ich mir den holen oder schießt du mal mit deiner Pistole den ab? Oder hast du nicht genügend Munition? Warte, ich guck mal. Warte, lass erstmal am besten rausrennen, dass der uns irgendwie hinterher geht. Ja, und nicht, dass er hier Glitch meint, ne? Ja. Okay, Vorsicht. Ich check mal hier die Gegend. Wo ist er? Da, kommt er. Okay, komm, Heddy. Hä? Wo ist er hin? Ach da, der leckt irgendwie. Pass auf. Jetzt. Boah, eiskalt nicht getroffen. Alter! Nicht schießen, sonst ballerst du mir gleich den Kopf weg. Warte. Nee. Ja, genau, jetzt so. Ja, cool, da müssen wir noch üben, ne? Ja, und was leider immer noch nicht geht, dass man Zombies looten kann. Okay, hier ist das Militärfeld, da sollte man vielleicht nachher auch nochmal looten. Ja, bei den Zelten, da liegt ja meistens Sachen drin, ja. Ja. Guck trotzdem mal in die Häuser rein. Ja, ja, ist gut. Ich schenk mal das aus. Geh du mal in das Rote am besten. Ich geh mal hier rein. Ja. Mach ich. Mal gucken kurz, der Server ist brechend voll wieder, ja. Also hier spielen einige mit und in Elektro wird es dann richtig krachen, denke ich mal. Und unser Ziel ist es wirklich, unseren Informanten in Elektro zu treffen und das zu überleben. Oh ja, was zu essen. Oh Mann, nein, scheiße. Hast du denn was zum Öffnen? Nee. Doch, ich habe meine Axt auf dem Rücken. Alter, ich komme nicht aus dem Haus, weil die Tür backt. Okay, jetzt. Warte, hier geht die Tür doch auf, ne? Ja. Schon wieder ein Zombie, Mann. Ah, noch was zu essen. 2 Dosen haben wir jetzt schon mal. Okay, ich komme mal nach oben. Nicht erschrecken, das bin ich. Hier. Schon wieder ein Zombie, Alter. Soll ich dir die mal geben? Ja, eine Dose wird mir schon reichen. Dann teilen wir das. Beide aufmachen. Ja, ich mach beide auf und gib dir eine, du nimmst... Ja. Okay, hab auf. Warte, ich hau mir die direkt mal rein. Komplett. Die andere, liegt die da auch schon? Ja, die liegt doch hier, oder nicht? Okay, ja.
Na, es komm. Oh, das ist lecker, das ist lecker. Nom, 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 jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Ah, das ist schon mal gut. Großes Lob an Curry, dass er uns hier was zu essen gefunden hat. Vielen, vielen Dank, Curry. Ja, obwohl du mich einfach so sterben lassen hast. Hab ich ja nicht. Ich habe ja noch versucht, den Drecksack zu finden, Alter. Okay, ja, ich mach dir die auf. Für immer ein Geheimnis bleiben. Ich hoffe, das waren nicht die gleichen, ne? Du weißt schon, wen ich meine. Ja, ja. Alter, das ist aber ein bisschen am Lecken des Server, oder? Bisschen stark, ja. Bei mir machst du gerade... Ach doch, jetzt. Hä? Hat er die Dose jetzt? Ach, da liegt die Dose. Hier. Aber ich bin immer noch hungrig. Hä? Ja, irgendwie komisch. Sonst ess die auch nochmal, weil ich hab nix. Ich hab noch keinen Hunger. Okay. Ich kann da auch nichts auswählen. Ich kann nur Empfange machen. Was ist denn los hier heute? Der Server leckt wieder rum. Hat gerade jemand nachgeladen, warst du das? Nee. Hast du das gehört? Ja. Oh Gott. Bitte kein anderer Spieler, das wäre es jetzt, ey. Ich kann mir die Dose angucken, aber ich kann sie nicht benutzen, obwohl sie auf ist. Ist doch jetzt gerade ein Hammer, oder? Oh Mann, ey. Ja, die alten Probleme, ne? Ich kann auch nicht springen. Ich glaube, der Server hat einfach gerade ein Mega-Leck. Scheiße. Ich kann keine Türen aufmachen, gar nichts. Ja, ich auch. Türen kann ich aufmachen. Ich bin vor dem Haus jetzt, ne? Ja. Versuch nochmal hier. Jetzt habe ich meine M4 auf einmal in der Hand. Jetzt habe ich sie gegessen. Alter, also nicht die M4, sondern die Dose. Die M4. Nom, nom. Was haben wir denn hier? Haben wir vielleicht ein paar Dosen? Nee. Boah, mega lecker auf dem Server. Hier passiert echt nichts. Kann man hier nicht irgendwo die Treppe hoch? Ja, das wusste ich doch. Aber hier kann man nicht rein, ne? Doch. Nee, das braucht man nur unten auf. Ich glaube, ich gehe mal zum Zeltlager. So, ja, ich komme jetzt mit. Moment. Oh, Alter, das ist hier so am Lecken. So, jetzt habe ich mein M4 in der Hand. Aber ich bin immer noch hungry. Sehr, sehr seltsam. Aktualisiert sich irgendwie nicht, obwohl ich was gegessen habe. Ja, Curry, ich bin hier hinter dir. Also, ich hoffe, da werde ich jetzt nicht dran sterben, weil das Spiel das nicht gepackt kriegt, das zu aktualisieren. Hier ist die Tür bereits auf. Ist echt seltsam, ich habe so viel Bier schon getrunken und so viel gegessen, warum aktualisiert ihr das denn nicht? Hoffentlich gehe ich deswegen nicht drauf, Alter. Jetzt ist es nicht mehr ganz dunkel, sondern es hat sich gefärbt in dunkelgelb. Obwohl ich zwei Dosen gegessen habe, Alter, weißt du? Haben sie es geändert? Boah, ist ja aber krass, wenn man jetzt noch mehr zu essen bräuchte, ja, ne? Ja. Man findet ja so schon kaum was. Oder nur auf den Airfielden. Also sind wir hier an unserem beliebten Ort vom letzten Mal. Oh, nee, ey. Ich achte jetzt immer auf die Munition. Ich habe auch ein bisschen Angst vor Elektro jetzt inzwischen. Weil da wird es heftig zur Sache gehen, Leute. Boah. Und ich weiß, einige sagen mal, ey, hier geht immer Elektro und Tscherno, aber es sind eben die Spots, wo es abgeht. Und wir wollen ja auch andere Spieler erwischen, damit wir nämlich deren Loot kriegen. Und wir müssen, wie gesagt, unseren Kontaktmann da treffen. Okay, Curry, wir treffen uns dann später, Alter, ne? Die Zelte sind aber noch leer. Also noch nicht gelootet. Ja. Das klingt ja schon mal gut. Oh. Ich habe schon wieder ein Visier gefunden, aber ich kann es tatsächlich nicht auf die Waffe anlegen. Munition habe ich auch gefunden, gut. Hier vielleicht irgendwas drin. Oh, was haben wir hier? Was ist das? Alter, ich habe ein M68 Comp M2 Optics gefunden. Was ist das denn? Denk mal, ihr was für eine Waffe, ne? Ah, jetzt habe ich das mit dem Visier gecheckt, ich Idiot. Ich musste das Ding runternehmen, sorry. Warte mal. Das hatte ich aber noch nie. Oh, was ist aber beschädigt. Kann ich das jetzt mit dem... Warte mal, ist das andere besser? Alter, habe ich das nicht gerafft. Sorry an alle, die sich da bereits aufgeregt haben. Ja, ne? Ist das besser? Warte mal. Das ist besser, ne? Aber es ist auch kaputt. Aber ich finde das M68. Ja. Curry, soll ich lieber einen M68 Optics mitnehmen? Oder ein ACOG Optics? Das ist für 100 bis 700 Meter steht hier, oder? Ich glaube, das ACOG ist doch das, was so nah ranzoomt, ne? Ja. Ich weiß nicht, also wie du möchtest. Nehmen wir lieber das, oder? Das Ding ist aber, ich weiß nicht, wenn wir jetzt einen Nahkampf haben, dann bin ich ja mit im... Alter, ich habe eine Munitionsbox noch gefunden. Dann bin ich ja mit dem Nachteil. Ne, das sind meine Munitionsbox. Ja, genau. Weil ich so nah dran bin mit dem Ding und dann nicht ziehen kann, weißt du? Genau. Dann nehmen wir lieber das andere. Deine Entscheidung.
Aber es ist sehr, sehr beschädigt. Kann man das irgendwie reparieren? Ich glaube hier mit dem, genau, komm mal her. Ich komme sofort, warte, ich muss hier noch meine Munitionsbox mitnehmen. Warte, ich nehme das einfach mit. Okay, wir treffen uns einfach nachher wieder. Weapon Cleaning Kit, das kann man... Ah, das habe ich auch, glaube ich, warte mal. Kann man nämlich aufräumen. Nee, habe ich nicht mehr. Doch. Wie mache ich das? Ziehe ich das dann auf die Waffe oder was? Ja, mach mal, das müsste eigentlich funktionieren. Bin mir aber nicht sicher. Ja, clean. Pristine and... Wenn er das überhaupt macht, ne? Ja, das steht... ist pristine and it doesn't need to be... Ah, okay. Hat nichts gebracht. Okay, dann... So, weiter. Boah, ich habe einen Longscope gefunden. Nice. Für deine Pistole oder was? Badly damaged. Ja, habe ich auch, ey. Pistole. Ja, ich wollte schon sagen, okay. Ey, weil du da sich so freust. Du hast ja noch keine Waffe gefunden, eine richtige. Noch nicht. Vielleicht. Aber ich glaube... Weapon Flashlight habe ich auch gefunden. Können wir locker eine zusammenbauen. Kann man das Weapon Flashlight, wo packe ich das drauf? Weapon Flashlight? Hm. Ich glaube, da brauchst du doch diesen Aufsatz für. Ich nehme den mal sicher sogar mit. Man kann ja immer noch entsorgen sein Inventar hinterher. Hier liegt ein großer grüner Rucksack-Curry. Vielleicht finde ich ganz gut eigentlich, weil du damit ein bisschen getarnter bist. Ich habe ja einen großen grünen Rucksack. Ja, so, hast du so ein Mountain-Backpack oder so von dem Militär? So ein Mountain-Ding. Ah ja, das ist aber scheiße, weil der zu krass ist, oder? Der leuchtet doch zu heftig. Ich habe auch übrigens immer zwei Pistolen dabei. Jetzt werfe ich mal eine raus. So. Brauche ich gar nicht. Hier ist noch ein blauer Helm von der UN. Stiefel sind hier. Und, kann man sich aus M4-Teilen eine Waffe zusammenbauen? Ich glaube nicht. Ich habe noch ein PU-Scope. Ist das besser? PU-Scope ist für die Mosin. Soll ich dir das mitnehmen? Ich habe ja, bringen wir das mal mit. Ja, habe ich noch ganz. Ist ein bisschen, also ist damaged. Nicht ganz zerstört, aber damaged. Ja, es geht. Habe ich hier wieder Munition gefunden? Nehmen wir einfach mal mit, wir können das nachher alles aussortieren, ne? Ja, oh, ja. So, ich meine Munitionskiste hingeschmissen. Das ist das, was ich gar nicht wollte. So. Und eine CR-775 habe ich gefunden. Lasse ich hier, ich habe ja schon eine Pistole, die sogar geladen ist. So, jetzt habe ich sogar eine Taschenlampe bei meiner Pistole. Was ist denn hier? Oh, ich habe ein Zweibein noch gefunden. Oh, meine M4 ist jetzt richtig krass ausgerüstet, Alter. Ja. Ich glaube, ich habe die M4 wieder, die ich letztens hatte. Aber diesmal selber zusammengesucht. Fühlt man sich irgendwie besser. Ich weiß auch nicht. Aber warte mal, hier ist noch ein PU-Scope-Curry. Vielleicht ist das nicht bestimmt. Ja, ich habe eine M4, nice. Okay. Geil. So, dann lass uns mal treffen. Dann sage ich dir, wo du das ACOG-Visier findest. Wo bist du denn? Warte, ich bin hier gerade in der Baracke drin. Ja. Guck hier, was hier noch so rumliegt. Eine verschimmelte, aber ein ganzer Helm, endlich mal. Ein verschimmelter Helm? Ein ganzer Helm, meine ich. Ein verschimmelter Paprika war hier gerade. Ach so. Die Schuhe kann ich auch mal wechseln. Hast du noch Magazine für die M4? Warte mal, was ist das denn hier? Also hier waren aber überall Magazine drin. Können wir nachladen, du auch? Ja. Lamploader für die SKS nehme ich mal mit, falls die mal jemand hat. Ah, hier ist sogar so ein alter Krall, sag ich schon, geil. Ich habe so ein, warte mal, was ist das denn hier? Ich habe einen Buttstock gefunden für die M4. Was ist denn ein Buttstock? Für den Rückstoß. Oder? Eine erste Hilfe. Oh, was ist denn hier? Wieder Munition gefunden. Ist denn die 40 Round 5.56 für die M4? 40 Round, kannst du mal, wie sieht denn die aus? Wir sehen uns ja. Ich habe. Was denn? Ich habe 5.56 habe ich. Ja, ja. 30 Round. Okay, nice. Dann, ja, das ist dann, die kann ich dir geben gleich. Dann teilen wir ein bisschen auf. Ich habe einmal einen mit 40er Magazin.
Okay, wo treffen wir uns? Ja, ich gehe noch durch die Zelte durch, weil ich hatte ja noch Magazine drin. Mhm. Glaube ich, liegen gelassen. Wir können einfach gleich in der Mitte treffen. Flashlight. Ah, hier ist wieder ein Visier-Curry. Ah, das ist Badly Damage. Okay, hat sich schon erledigt. Ach, hier haben wir Mosin-Schüsse. Können wir mal mitnehmen. Für unseren Informanten. Oh, hier ist der Revolver. Ja gut, dann treffen wir uns mal. Oh, was ist denn, was ist denn eine M4? Ich glaube, der Server startet jetzt neu. Das ist aber gut eigentlich. Ja. Ja, machen wir hier kurz einen Cut und sehen uns dann gleich wieder. Kaki, kaki, kati, kati. Bis gleich. So, wir mussten einen kurzen Cut setzen, denn der Server ist ja abgestürzt. Wir sind jetzt auf einen anderen Server gegangen, der aber noch schlimmer ist, Bandidos vs. Heroes. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht direkt weggepustet werden. Wir looten hier noch ein Heikel-Rundchen ein bisschen. Und der Curry hat seine Pistole verloren. Der hat übrigens nichts übernommen, gar nichts. Warte mal, Curry, warte mal, komm mal. Ja, ist bei mir genauso. Curry, guck mal hier. Hä? Habt ihr da was hingeschmissen? Was denn? Wo ist sie? Habt ihr da gerade eine Pistole hingeschmissen? Ich hab doch eine Pistole. Hast du doch eine? Ach, du meinst die M4, Alter, die hast du... Ja, die M4 Jau! Ist weg. Hast du recht, bei mir fehlen auch Sachen. Das fehlt alles bei mir, alles, was ich gesagt habe. Alter, bumst der sie an der Wand manchmal. Aber der Server läuft wenigstens besser. Ja. Jetzt gehe ich mal in die Kaserne, wo ich vorhin auch drin war. Da habe ich nämlich die M4 gefunden. Vielleicht finde ich da ja noch eine. Und ein Fernglas habe ich. Ja, nice. Können wir mal mitnehmen. Ein Platz braucht das Fernglas. Das ist nicht viel. Scheiße, ey. Ich hatte so coole Sachen. Ich hatte in zwei Beinen unten so ein Rückschlagding für die M4. Habe ich jetzt so beides mies, verloren. Ne? Ja. Aber na gut, ich habe immer noch mal eine Waffe. Wenn die weg gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, abgefuckt gewesen. Also richtig. Ist das? Übrigens habe ich hier... Und noch nicht mal die Hose hatte der übernommen, ey. Hab noch einen Bootstock gefunden, aber nicht so einen guten. Banane, und hier ist leider auch kein M4 drin. Schwarze Handschuhe, die nehme ich mal mit. Den Helm hat er auch nicht übernommen, ey. Oh, warte mal, nicht schwarz. Oder soll ich lieber die anderen wieder nehmen? Weil die anderen haben besser zur Tarnung gepasst, so, ja. Einen Helm habe ich gerade irgendwo gesehen, Curry. Was denn? Ein Helm. Da hatte der Server ja voll den Desync gerade. Ja. Ich nehme einfach mal alles mit, was ich kriegen kann. Noch eine. Ah, hier ist ein Helm. Ja, diese Lootfolgen gehören zu DayZ auch dazu, falls der eine oder andere sagt, langweilig. Ist halt so, ne? Ja. Wir schneiden halt nichts, weil das ein bisschen ist ja langweilig dann. Aber hier. Ah, noch ein Magazin für meine Pistole, ja cool. Ach, das ist der Curry, hallo. Guten Tag. Schickes, flottes Höschen hast du an. Ja, ne, ich heiß, ne. Ah, geh mal in das Zelt, ich geh in das nächste. Ups. Ah, hier ist gar... Ah, hier. Ah, warte mal. Kann man von hier aus sehen, ob da die Türen auf sind beim Prison. Prison ist noch zu. Bauer sind auch noch zu. Hat der Ammo gefunden? Okay, Curry. Check mal die Zelte noch, dann gehen wir weiter, oder? Der Server ist jetzt, ja, der Server, Alter, ich habe ein Doppelmagazin für die 60er Magazin für die M4. Nice. Habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo. Ja, habe ich auch noch. Was kommt denn da für eine Munition eigentlich rein? Ja, M4 Muni. Ja, was ist denn also M4 Muni? 5.56, glaube ich. Oder 5.65. Bin ich sicher. Mann, ah ja, hast du recht. Da findet man eine M4 und die ist weg. Es ärgert mich so. Hast du recht gehabt, hör mal. Ja? Hm? Haben wir hier einen Jagdrucksack, also einen Militärrucksack. Ja gut, ich würde sagen, wir machen uns gleich auf den Weg, oder? Ja. Zieh mal weiter, oder? Machen wir jetzt nicht ewig in der Folge rumhängen. Wo bist du denn jetzt wieder hin hier? Wo stinkt's denn am meisten? Ich komme wieder zu dir zurück. Pass auf, so. Aber wenigstens leckt der Server bei mir nicht so. Ne, bei mir auch nicht. Alles super. Was liegt denn hier? Munition. Hier liegt, glaube ich, ist es SKS-Munition. Die nehme ich auch mal mit, weil ich habe jetzt 21 Schuss für die SKS. Falls ja, du eine findest. Viel. Wo bist du? Ich bin hier. hier, guck, ich sehe dich. Ach da, ja. Ja, die Sonne blendet ein bisschen. Mhm, ein bisschen. So, also dann geh mal weiter Richtung Tscherno. Oder willst du nochmal ganz schnell zum Airfield, weil du meintest, der Server... Komm, dann gehen wir noch ganz schnell hin. Aber der Server ist rappelvoll, ne? Also der ist voller als voll. Oh Gott, ja. Ladyboy spielt auch mit.
Eine Frau mit einem dicken Penis, dann muss man... Wir können ja erstmal gucken, ob das Prison zu ist oder auf, dann... Können wir ja gucken. So, nachgeladen habe ich diesmal. Yeah! Wo bist du denn lang? Ich bin gerade in die andere Richtung gelaufen. So. Müssen wir uns wieder besser absprechen, wir dürfen jetzt nicht wieder anfangen hier, ne? Kommst du jetzt zu mir, oder? Ja, hast du noch was zu essen eigentlich? Ja, ich habe noch zwei eine Dose. Ich bin wieder am Starving, ey, was ist denn los hier? Warum kackt der denn immer so schnell ab? Aber ist noch nicht rot, ne? Ne, dunkelbraun. Ach, guck mal, der Regenschirm verliert die Verbindung. Oh, Umbrella. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Prison ist zu, Alter. Könnte auch eine Falle sein. Hatten wir ja schon mal. Eine Prison ist auch zu. Ich habe sogar das falsche Visier wieder auf der Waffe. Dann gehen wir mal zu dem ersten Prison, oder? Müssen jetzt aber über das Feld laufen. Go, go, go. Ich laufe jetzt einfach. Alles oder nichts. In einem Turm sehe ich auch niemanden. Nee. Vielleicht finden wir ja hier eine M4. Oder was zu essen? Ja. Finde man ja am meisten am Airfield jetzt mittlerweile. Ja. Also ist schon länger so, aber ich weiß auch nicht warum. Wer nicht frei bleibt, dumm. Genau. Okay, pass auf. So, warte, jetzt können wir mal trotzdem aufpassen. Du öffnest die Tür, ich ziel rein. Die Tür ist zu. Okay. Rein da, rein da, rein da. Sauber hier unten. Okay, das ist noch ungelootet, das sieht man direkt. Okay, ich check hier. Ich mach mal die Tür. Ja, nee, ist nice. Erst gut, wenigstens ich hab etwas. Munition dafür für dich gleich. Ich mach mal hier unten die Tür zu. Aber ich hab einen Snap-Lawler dafür, ich glaube. Ah, der Snap-Lawler ist auch weg, das gibt's doch nicht. Guck mal, da ist was zum Heilen, glaube ich. Bist du der Nachlädt, ne? Ja, hier, ja. Pass auf, Curry, pass auf. Was denn? Munition. Ah, danke. Ah, super. Ich mach die Tür auf. Oben war's schon, überall? Nee, erstmal hier unten alles abchecken. Okay, dann geht's. Hier liegt noch was, ne? Ja, das ist aber nicht meine Muni. Okay, warte, langsam, nicht glitschen. Einer nach dem anderen. Rucksack da oben, roter. Hier, das war's für dich, nimm das mal mit, da kannst du dich immer ein bisschen wehren. Das war nicht die beste Sache, aber eine Säge. Soll man eine Säge mal mitnehmen, falls wir gefesselt werden? Ist ja noch nicht passiert, aber... Ein 60er Magazin hier noch. Ja. Für dich. Läuft, aber wir brauchen Essen. Und was zu trinken. Ja, das Gute ist, das ist echt noch ungelootet hier. Was liegt denn da oben drauf, so. Alter? Was liegt denn hier? Ich habe auch ein Magazin für irgendeine neue Waffe. Ah, hier liegt nochmal Munition, okay. Nice. Ja, da liegt noch eine Pistole, ne? Ja, ich habe ja eine. Okay, weiter runter. Ich guck gerade, ob ich noch was für deine SKS hab. Hier, ich habe nochmal Munition. Komm mal ganz kurz her. Ich muss ja mein Inventar auch mal ein bisschen säubern hier. Ich bin im Prison unten. Ja, ich bin hier hinter dir, pass auf. Was liegt denn hier noch in der Ecke? Habe ich gar nicht gesehen. Auch. Ah. Okay, pass auf. Ja, Salimbeck meinte ich vorhin. Munition liegt da. Hast du? Hat du? So, dankeschön. Bitte. Okay, jetzt gehen wir zum anderen Dings, dann machen wir hier ein Folgenpäuschen, weil die Folge geht schon wieder ein bisschen länger. Ja, und dann machen wir uns dann endlich mal auf den Weg zu unserem Informanten, wer auch immer das sein wird. Weil hier scheint echt noch alles... Noch alles unbesichtigt geworden zu sein. Tun. Warte mal. Oh, Zombie. Oh, Alter, hat der mich erschrocken. Schön. Gott sei Dank habe ich den Schalldämpfer eigentlich noch drauf? Ja. Okay, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ob ich da hinten gerade jemanden gesehen habe, deswegen bin ich stehen geblieben. Oh, da kommt noch einer. Deiner. Komm. Nice. Sehr guter Schuss. Ja, man kann das auch mit der Axt erledigen, aber das ist inzwischen echt so ein hohes Risiko. Ja. Weil du musst direkt gar nicht den Kopf treffen. Mit der Feldgabel von mir, ey. Ja. Weil das Ding ist, wenn du den nicht am Kopf triffst, trifft der dich. Und dann blutest du oder verblutest du. Aber ist oben niemand. Ja, habe ich gerade auch schon geguckt. So, wir gehen dann an den Baracken noch lang und verlassen dann über die Baracken das Gebiet. Ja. Oder? Ja, würde ich auch vorschlagen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf deine Daisy-Erfahrung ein in nächster Zeit. Ja, wegen dem Typen da, weißt du doch, in der vorletzten Folge. Wer weiß, wenn wir den einen Typen abgeschossen haben. Ja, aber es war sehr ärgerlich. Natürlich, aber das kennt man ja von uns. Meistens sehr ärgerlich.
Davor haben wir immerhin zwei Typen geholt. Ja, das muss man wieder her, das erfolgt. Oh, hier ist was zu trinken, Gott sei Dank. Einfach mitnehmen. Direkt mal reinhauen. So, am Eingang hier von dem Pilotenhelm. Und hier sind zwei Westen. So. Immerhin wieder was im Körper an. Ah, hier ist eine Gas. Ja, hast recht. Das. Wow! Wow! What the fuck? Alter, Sniper. Deckung, Deckung, Deckung. Komm runter, komm runter. Ich kann nicht runter. Ich kann mich jetzt nicht hier wegbewegen, Alter. Von wo kam das? Von links, den Berg hoch, irgendwo. Okay, meine Freunde, ob wir das überleben, das seht ihr in der nächsten Folge. Wir müssen sofort los. Ciao!